Hoch. Okay, wir können das auch aus einer nicht hängenden Position machen. Das ist gut zu wissen. Okay. Kannst auch umständlich machen. Und hör. Da. Komm hoch. Und piu, bumm. Naja, fast. Ja. Und jetzt gibt's auf die Fresse. Ja. Okay, er kämpft gegen den Dicken. Bartolomeo braucht meine Hilfe. Genau, der braucht auf jeden Fall meine Hilfe. Das nenne ich mal einen weiten Sprung. Ich komme, Bartolomeo. Ich rüste mein Schwert aus. Na komm. Arsenale zurück. Aus zum Arsenale zurück. Salve, Ezio. Wollt ihr Gesellschaft? Ich bitte darum. Okay. Okay, gib ihm. Den Typen erledigen wir einfach mal von hinten. Und den Typen. Einfach nur ins Wasser. Wir müssen ihn nur ins Wasser kriegen. Okay. Alter, könnt ihr auch was tun? Wie wenn du lebst, stirb ich. Was? Das war irgendwie nicht so schwer. Das fällt dir aber früh ein. Dante ist geflohen, ihm nach. Ich würde sagen, wir gehen mal hier auf die Klingen. Ein feines Exemplar, nicht wahr? Es sollte euch eine Ehre sein, durch deine Hand zu fallen. Du kannst nicht mal, du Hurensohn! Porta putata! Komm, Ezio! Wir müssen dieses elende Schwein aufhalten! Ja, die sind Decken da. Greif doch an! Du, ich weiß nicht, warum du... Ja, genau. Ezio, aber du kannst nicht verhindern, dass wir es bekommen! Okay. Okay, bei dem ist es. Der hat das Muster von so einem großen. Das ist halt von den großen, das Angriffsmuster. Die sind aber besser gerüstet als er. Ich bereue nur, dass ich den Hebel nicht selbst umlegen konnte. Und so sehen wir kaputt und schlecht. Alter. Söldnerführer ebenfalls. Und danach holt ihr uns die Angst. Deinen Onkel, deine Mutter, deine süße, süße Schwester. Ja. So. Halt die Schnauze. Genug davon. Wir haben keine Zeit. Komm zu mir. Wir müssen abreisen. Okay. Ezio, geht jetzt. Dieser Rohling führt euch sicher direkt zu seinem Meister. Meine Männer und ich bleiben hier und verhindern, dass die Wachen euch folgen. Okay. Schnell, die wollen ohne uns ablegen. Okay. Ich werde anfangen müssen zu rennen. Da hinten. Komm her. Was wird los? Ach Gott. Und bittest mich nicht. Schnauze, ich muss laufen. Schnauze. Und weiter. Weiter. Der Große ist. Oh Gott. Lauf.
Und lauf. Komm schon, wo ist denn der? Wie soll ich denn da zum Beispiel mal durchkommen? Halt die Schnauze. Ich muss laufen. Muss laufen. Okay, der ist schon hier am Boot. Okay. Ich bin noch am Schiff. Was wollt ihr denn von mir? Okay, dann ebenso. Und drauf. Schön. Fuck, ey. Was ist hier passiert? Das war knapp. Warum die Schiffe? Ich dachte, ihr wolltet den Sitz des Dogen. Nur zur Ablenkung. Wir sollten segeln. Ach, wohin segeln? Das sage ich nicht. Zypern heißt ihr Ziel. Sie wollen was? Fürchtet nicht das Dunkel. Empfangt seine Umarmung. Requiescat in pace. Alles klar. Okay. Gut gemacht, Ezio. Jo. Silvio ist besiegt. Und der Militärbezirk gehört wieder uns. Vielleicht wird Venedig nun endlich ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Feiern wir unseren Sieg. Ich freue mich für euch und die Männer, Bartolomeo. Aber ich kann nicht bleiben. Mein Weg hat gerade eine Abzweigung genommen. Wie meint ihr das? Silvio wollte Marco gar nicht als Doge ersetzen. Eigentlich wollte er Venedig gerade verlassen. Das war alles nur eine Ablenkung. Wovon? Ja. Das muss ich noch herausfinden. Das wird er wohl herausfinden müssen. Wow, 8000 Florin. Zwei Fliegen, eine Klinge. Okay. Brief an Dante Moro gefunden, erhalten. Sequenz 10 beendet. Nice. 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 Die Rüstung ist einfach so hübsch. Und halt ihr Schwert müssten wir haben. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Was ja schon mal nicht schlecht wäre. Die erlauchteste Republik, Venedig. Immer noch. Ach, wir sind hier weg. Okay, wo müssen wir hin? Da bist du ja, Ezio. Na. Warum so ernsthaft? Ich habe Geburtstag. Wirklich? Meinen herzlichen Glückwunsch. Wie ach, schön. Die Ausschnitt. Ach ja? Es ist über 10 Jahre her, dass ich sah, wie mein Vater und meine Brüder starben. 10 Jahre auf der Jagd nach den Schuldigen. Nun stehe ich so kurz davor. Aber erkenne immer noch nicht, was das alles sollte. Du magst es nicht erkennen, Ezio, aber dank deiner Taten ist es jetzt hier besser. Basta. Schau hier. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk. Das Schiffsmanifest des Arsenale. Vom Tag seiner Abreise. Das Schiff nach Zypern? Ist das dein Ernst? Und rat mal, wann es wiederkommen soll. Morgen. Ezio. Leonardo. No. Du bist zurück? Seit eben. Ich muss mit dir reden. Sofort. Geht schon. Habt Spaß, Jungs. Das sollte sich besser lohnen. Oh, oh. Kein Zweifel. Komm mit mir. Bleib nah. Okay. Was hat er denn jetzt wieder vor? Diese letzten beiden Codex-Seiten. Ja. Ich studierte immer die Kopien. Ich weiß nicht, warum ich es nicht früher bemerkte. Aber als ich sie zusammenfügte, sah ich, dass die Markierungen einen Sinn ergaben. Der okay. Prophet wird erscheinen, wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Prophet. Nur der Prophet kann sie öffnen.
Zwei Edensplitter. Was sagst du da? Ezio, was ist los? Wir kennen uns nun schon lange, Leonardo. Wenn ich dir nicht trauen kann, dann keinem. Das stimmt. Mein Onkel Mario sprach vor langer Zeit davon. Eine Prophezeiung, versteckt im Kodex. Eine Spur zu einer alten Gruft, wo etwas sehr Mächtiges ist. Okay. Grandioso. Aber wenn ihr diese Seiten von den Barbarigo habt, dann wissen die vielleicht auch von dieser Gruft. Das ist nicht gut. Nein. Wartet. Und wenn sie das Schiff deshalb nach Zypern gesandt haben, um den Edensplitter zu finden und ihn nach Venedig zu bringen? Das ist möglich. Wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Ja, Venedig gilt ja nicht als die schwimmende Stadt. Nur der Prophet kann die Gruft öffnen. Mein Gott! Als mein Onkel mir von dem Kodex erzählte, war ich zu jung, zu dumm, um mir vorzustellen, dass es mehr ist als nur die Fantasie eines alten Mannes. Aber jetzt weiß ich es. Der Mord an Mocenico. Der an den Medici, meinem Vater, meinen Brüdern. Alles Teil des Plans. Um die Gruft zu finden. Hallo. Der Spanier. Na? Rodrigo Borgia. Ja, genau der. Das Boot aus Zypern kommt morgen. Ich werde da sein, um es zu empfangen. Oh, Glück, mein Freund. Kein Ding. Darf ich jetzt eigentlich rein? Ne, darf ich immer noch nicht. Ja, da hoch wollte ich jetzt nicht unbedingt. Die Villa hat auch eine Menge Money. Was ist das für ein Typ? Nein, zurück, halt! Das ist ein Aussichtspunkt, den wir nicht haben. Der Fug. Was? Da, du hörst mich. So, Schnauze. Ich muss mal hier hoch. Warum die das alles nicht verstehen, dass ich meine Karte aufdecken möchte und deshalb hier hochgehe und... Weiß ich nicht. Warum die das nicht verstehen, verstehe ich nicht. Und synchronisieren. Damit wir hier auch ein bisschen Vision haben, wenn wir was sehen wollen. Da hinten ist das Kriegerviertel oder was war das? Ja, das ist das Viertel, wo wir hin müssen. Das ist der Hafen. So, irgendwas zum Hinspringen? Nein. Also hier. Okay, dann ebenso. Wöchentlicher Aderlass. So lecker. Nein, ich will da nicht hoch. Ich will nur hier lang. Ich will mal gucken, wo ich hier hin muss. Da rein also, okay. Was haben wir hier? Wo ist denn das? Hier ist das. Man das auch gerade machen? Nee, zu faul. Wenn es eh nur Geld gibt und davon haben wir mittlerweile mehr als genug, bringt uns das nicht so viel. Weil von der Ausrüstung her. Naja. So. Von der Ausrüstung her. Naja, die Rüstung haben wir die beste, die es gibt. Die Waffe haben wir die beste, die es gibt. Doppelklinge, der Dolch, den könnte man verbessern. Ja. Anziehen. Okay. Das Problem ist allerdings wirklich dieses... Ja, ich sag mal... Wofür brauchen wir noch Geld? Es gibt keinen Grund, warum wir noch Geld wirklich bräuchten. Was müssen wir jetzt hier machen? Ach da. Onkel Mario? Mario. Bei den Templern da. Wo bringen Sie es hin? Okay, das ist ein Bote. Das heißt, der ist schnell.